Akira hat sich in einen Werwolf verwandelt. Oh mein Gott. Dies ist der 22. Part meiner Okkult Baby Challenge und Livia ist nach wie vor in Hanford on Bagley. Hier an Gabriels Grab habe ich natürlich auch seine Gitarre gestellt. Ich denke nämlich, seitdem er verstorben ist, hat sie niemand hier im Haus mehr angerührt. Emma ist hier schon am Schlafen und die linke Seite ist noch immer an Gabriel zugewiesen. Und sie denkt auch gerade an ihn. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit den beiden bricht mir schon ziemlich das Herz. Aber Livia wird jetzt dann gleich mal auf die Toilette gehen und dann wird sie tatsächlich in ihrem Kinderbett schlafen. In dem Bett, in dem sie seit 15 Jahren nicht mehr geschlafen hat. Es muss so seltsam für Livia sein, wieder in ihrem Kinderzimmer zu schlafen. Denn an diesem Ort hat immerhin alles begonnen. Hier an diesem Computer hat sie das erste Mal über das okkulte Leben recherchiert. Hier an diesem Seance-Tisch hat sie zum ersten Mal probiert, mit den Dahingeschiedenen zu kommunizieren. Hier hat alles begonnen. Und nun hat sie es geschafft. Sie steckt mittendrin im okkulten Leben. Aber mittlerweile weiß sie eben auch, dass das ganz schön viele Gefahren mit sich bringt. Und diese Gefahren heißen Marvin und Mirko. Und die beiden werden hoffentlich nicht mehr allzu lange unter uns weilen. Wir haben nun 7 Uhr morgens. Unsere Livia ist gerade aufgestanden und bereitet einen Obstsalat zu. Und bevor Livia nun weiterreist, hat sie sich mit ihrer Mutter Flora und Oren an einen Tisch gesetzt und erzählt ihnen die aufregende Geschichte, die sich ihr Leben nennt. Möglicherweise habt ihr es damals mitbekommen. Ich habe mich auf den Falschen eingelassen. Ich möchte nicht zu viel darüber sagen, aber er ist kein guter Mensch. Aber keine Sorge, ich werde mich wehren. Und nur für den Fall, dass es schief gehen könnte, bin ich jetzt hier, um mich zu verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und zum Abschluss umarmt Livia nochmal alle drei und bedankt sich für alles. Und natürlich entschuldigt sie sich auch zum 1000. Mal, all die Sorgen und all den Kummer, den sie ihnen beschert hat. Und kurz bevor sie gehen konnte, hält ihre Mutter sie noch einmal auf und gibt ihr ein ganz besonderes Geschenk. Aber was dieses besondere Geschenk ist, erfährt ihr erst, wenn wir wieder in Chestnut Ridge sind. Und so macht sich Livia wieder auf den Weg. Weg von Hanford on Bagley zu ihrer nächsten Schwester, von der sie sich verabschieden möchte. Und hier draußen vor der Tür wird sie gleich von Daisy und Sydney empfangen. Sie geht gleich mal zu ihrer Schwester hin und wird sie einmal umarmen. Und dann kann sie sich bei Sydney freundlich vorstellen, weil die beiden sich gar nicht kennen. Fragt mich bitte nicht, wie das passiert ist. Ich könnte schwören, Livia war auf deren Hochzeit. Und hier drüben haben wir auch schon gleich ihre beiden Söhne. Da haben wir einmal Orin Haru Potter Price. An den kann ich mich noch erinnern. Dann haben wir hier Titan Potter Price. Der sieht sehr wild aus und irgendwo müsste da auch noch eine Tochter sein. Hier haben wir Paprika, die aus irgendeinem Grund unfassbar traurig ist. Und auch bei ihr stellen wir uns einmal vor. Und dann gebe ich Ihnen mal ein klitzekleines Umstyling. Und hier haben wir jetzt unseren Titan. Ich habe jetzt gar nicht so viel an ihm geändert. Er ist einfach ein cooler Boy. Besser kann ich ihn nicht beschreiben. Und er ist laktoseintolerant und ein Hundefreund. Und auch unsere Paprika ist ihrem Stil treu geblieben. Es ist irgendwas zwischen sportlich und niedlich. Eine ganz wilde Kombination davon. Und ihre Merkmale sind tatsächlich Genießerin und abenteuerlustig. Das passt wirklich sehr gut, denn die abenteuerlustige Seite hat sie sicher von Sydney und die Genießerseite von Daisy. Und während die sich hier unterhalten und Livia versucht zusammenzufassen, was sie die letzten 15 Jahre so erlebt hat, schauen wir bei dem anderen Teil der Familie vorbei. Hier in Chestnut Ridge bietet sich uns gerade ein sehr seltener Anblick. Akira ist gerade dabei, ihre Hausaufgaben zu machen und niemand geringerer als Ruby hat sich gegenüber aufs Bett gesetzt und beobachtet sie dabei. Natürlich weiß Akira so gut wie wir, Ruby führt doch ganz sicher was im Schilde. Und schon beginnt Ruby zu sprechen. Weißt du was? Ich weiß ein Geheimnis von Mom, das du nicht kennst. Ruby, das ist nicht lustig. Spuck's aus. Was ist los?
Deine andere Mom, Zora, sie war eine Werwölfin. Nein, das ist doch nicht möglich. Und ob? Und willst du noch was wissen? Du bist auch einer. Hör auf zu lügen. Ich sag's gleich Onkel Ivo. Dann verpetz mich halt. Dann wird dir niemand beibringen, wie du mit deinen Kräften umgehen kannst. Das kannst du? Wirklich? Klar, aber dafür bleibt das unser Geheimnis. Verstanden? Okay. Und weil Ruby schon seit ihrer Kindheit über das okkulte Leben recherchiert, weiß sie natürlich genau, was zu tun ist. Die beiden werden heute Nacht an einen ganz bestimmten Ort reisen. Moonwood Mill. Livia hat natürlich keine Ahnung, was ihre Töchter aushacken, denn sie ist mittlerweile schon beim nächsten Familienmitglied angelangt. Gerade ist sie nämlich bei Violet in San Myshuno angekommen. Die Stimmung zwischen den beiden scheint sich ein wenig aufgelockert zu haben. Falls ihr euch noch dran erinnert, vor einigen Parts war uns Violet ja damals noch in Brindleton Bay besuchen gekommen. Und das hat nicht so gut geendet. Sie ist tatsächlich davongestürmt und hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Aber ich glaube, sie ist eben nicht der einfachste Charakter. Immerhin muss man dafür nur einen kleinen Blick auf den Stammbaum werfen. Violet lebt hier nämlich alleine. Sarah hat sich von ihr getrennt, ist mittlerweile mit einem Mann verheiratet und auch ihr Adoptivsohn Tobias lebt bei ihrer Ex-Freundin. Also lebt Violet hier mittlerweile ganz allein in der Wohnung, in der auch ihr Vater sehr lange allein gelebt hat. Denn wenn ihr euch noch daran erinnert, diese Wohnung hat ja ursprünglich Gabriel gehört. Und ich frage mich natürlich, warum ist dieses Badezimmer so riesig, obwohl die Wohnung an sich so klein ist? Das ist so eine Platzverschwendung. Aber auf jeden Fall wird Livia hier die Nacht verbringen und wir schauen einmal, wie es ihren Töchtern in Moonwood Mill geht. Die beiden sind gerade hier angekommen und Ruby geht es tatsächlich auch schon richtig dreckig. Sie fühlt sich nämlich angespannt, weil sie die Wölfe um sich herum spürt. Sie weiß also auf jeden Fall, sie sind hier am richtigen Ort und irgendwie müssen sie die Wölfin in ihrer Schwester erwecken. Ich glaube, wir müssen einmal im Mondlicht baden. Das sollen einfach gleich beide machen. Und möglicherweise wird Akira dann spüren, dass in ihrem Körper irgendwas passiert, das sie nicht kennt. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass Akira ihrer Schwester wirklich glaubt. Vermutlich ist sie der Meinung, es ist wieder nur irgendein blöder Scherz von ihr, den sie eigentlich gar nicht versteht. Aber vermutlich wird sich ihre Meinung darüber bald ändern. Fast hätte Ruby schon aufgegeben, doch dann fällt ihr etwas über einen magischen See ein. Möglicherweise kann der ja Akiras Kräfte wecken. Zufälligerweise ist heute nämlich auch Vollmond, also der perfekte Zeitpunkt dafür. Verführerischer Mondsee, weil bei Vollmond im Lake Luvnik geschwommen ist. Es ist irgendwie mysteriös und magisch, bei Vollmond im Lake Luvnik zu schwimmen. Ich schätze das einfach mal als gutes Zeichen ein und unsere Akira wird hier noch ein wenig herumschwimmen. Oh mein Gott, es hat tatsächlich funktioniert. Akira hat sich in einen Werwolf verwandelt. Oh mein Gott. Vorsicht, Akira verwandelt sich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert und Ruby wohl auch nicht, denn die ist schon vor ihrer Schwester geflüchtet. Denn Akira ist hier gerade völlig am Randalieren. Arme Akira, sie weiß einfach gar nicht, was sie tut. Hat sie gerade auf ihrem Handy getippt? Sie kann einfach mit nichts und niemandem interagieren und rennt einfach nur herum. Und Akira hat die erste Nacht als Werwölfin überstanden. Und nun steht unsere Kleine völlig verängstigt in Moonwood Mill und weiß absolut nicht, was überhaupt geschehen ist. Wollte Ruby ihr damit überhaupt einen Gefallen tun, dass sie ihre Kräfte geweckt hat? Oder wollte sie das genaue Gegenteil von einem Gefallen?